Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf Mario und Rallye Entertainment. Ich bin Mario und ich begleite euch durch dieses Spiel. Ja, wie ihr es schon seht, wir spielen das Spiel Brothers, A Tale of Two Sons. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich drücke hier mal Start. Ich zocke hier das Spiel auf dem PC mit dem Xbox Controller. Hab schon ein bisschen angezockt, hab mir gedacht, boah, da musst du ein Let's Play machen. Ich weiß, die ganze Zeit haben wir gesagt, wir machen keine Let's Plays mehr, Schwätzt mal weiter, Leute. Wir machen, also ich mache jetzt gerade dieses Spiel als Let's Play. Hab da Bock drauf, hab mir gedacht, Alter, boah, obergeil. Es geht nämlich darum, ganz kurz zur Erklärung, warum ich dieses Spiel mit Controller zock auf dem PC. Ich steuere zwei Personen gleichzeitig. Also das heißt, mit dem linken und mit dem rechten Analogstick steuere ich die beiden Personen. Das sind Geschwister, einmal der große und der kleine Bruder. Und mit den R und L2 Triggern kann man Aktionen ausführen. Ja, genug der Vorrede. Ich mache ein neues Spiel und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Nayi! Nayi! Ta! Ata, Nayi! Ata! Ja, wie man vielleicht gemerkt hat, die Leute, also die Menschen in dieser Welt, wie sie gerade heißt, weiß ich gar nicht. Wenn es mir weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Die reden ja nicht, also nicht in unserer Sprache. Und deswegen, die verständigen sich, so wie wir das sehen, eher in so einer Gestiksprache. Ja? Also hier jetzt hat zum Beispiel nochmal gezeigt, rechter Trigger, kleiner Bruder, linker Trigger, großer Bruder. Und jetzt muss ich beide bewegen. Wenn ich jetzt nur den rechten Stick bewege, bewege ich nur den kleinen Bruder und andersrum nur den großen. Ich kann natürlich auch den kleinen Bruder loslassen und laufen und dann nur den großen schieben lassen, was er natürlich viel schwerer hat. Aber es funktioniert auch. Andersherum funktioniert es aber nicht, wenn ich jetzt nur den kleinen Bruder machen lasse. Oh doch, funktioniert doch. Okay, aber er ist natürlich viel schwächer. Deswegen mache ich es jetzt andersrum, tue den großen nach vorne und den kleinen nach hinten. So, dann geht die ganze Sache schon wesentlich schneller. Muss man nur gucken, dass beide in die gleiche Richtung laufen. Kamera kann man auch drehen. So, jetzt kommt weiter. Ich muss es nur... Okay, neu orientieren. So, du bist der.
Okay. Okay, das ist ziemlich kompliziert, beide gleichzeitig zu steuern. Aber man gewöhnt sich, denke ich, im Laufe des Let's Plays dran. Ich habe ein bisschen angezockt, muss ich zugeben. Nur um zu gucken. Und dann ist... halt, was heißt nur um zu gucken? Eigentlich wollte ich es zocken, alleine. Aber dann habe ich mir gedacht, alter, obergeil das Spiel. Ich meine, guckt euch nur mal die Landschaften an. Das alleine reicht doch schon aus. Okay, dann lass du los. Das alleine reicht schon aus für ein Let's Play, würde ich sagen. Ja, ich drehe hier mal. Guck doch mal. Hier sieht man es jetzt noch nicht so gut, aber man wird es gleich sehen. So, mit dem gehe ich schon mal weiter. Das schafft er nämlich auch alleine. Der große Bruder. Jetzt muss ich nur den Vater, ich schätze mal, es ist der Vater. Und der ist halt krank. Die Mutter ist ja gestorben. Der kleine Bruder konnte nicht, hatte nicht genug Kraft, die Mutter wieder in den, wieder mit zurück ins Boot zu ziehen. Und darum ist die Mutter ertrunken. Genauso wie er hier jetzt hat. Zum Beispiel keine Kraft hat, das alleine zu drehen. Deswegen muss ich jetzt das Seil runterschmeißen, dass der große Bruder hochklettern kann. Weil der einfach auch mehr Kraft hat. So. Und jetzt beide Sticks drehen. Ah, kam noch ein Stück. Was ist das? Okay. Und dann geht's wieder weiter. Einfach wieder den Vater holen. Ja, ja. Nimm's. Nimm's. So. Achso, erstmal runter. So, jetzt kommt schon der Weiße. Ich versuche euch auch immer so gut wie möglich, ich es auch verstanden habe, zu übersetzen, was die Leute da gemeint haben, miteinander geredet haben. Das, schaut mal, die Landschaft. Einfach wunderschön gemacht. Die ganzen Lichteffekte, ich find's wunderschön. Sadi, aber ja. Wieder, Wade. Lia. Ada. Tai. Haru, Saiki. Kuela, Tarina. Amara, Vikano. Nagavi, Nana. Omaru, Kurusami, Kite. Otolani, Miyaki, Abadi. Also bis dahin, der Alte meint, es gibt keine Rettung mehr für einen Vater. Dann meint der große Bruder, was, keine Rettung mehr? Das ist unser Vater, wir können nicht mehr ohne ihn und so weiter. Dann meint der Alte wahrscheinlich, ach, da fällt mir ein, es gibt doch noch was. Ihr müsst aber zu einem bestimmten Ort und etwas besorgen. Und dann redet der Große mit dem kleinen Bruder, ja, komm, lass uns das machen. Und der kleine Bruder sagt, natürlich machen wir das, das ist unser Vater und so weiter. Und dann hat er die Schriftrolle übergeben, wo sie dann rausfinden, wo sie halt finden, wo der Weg ist und so weiter. Und keine Ahnung. So, und der Typ? Möchte uns nicht durchlassen? Oder, wenn Hadi? Also, der große Bruder hat gesagt, wir müssen dorthin und der meint... Hatinaba! Nein, der will uns nicht vorbeilassen. So. Du bist da. Okay, du bist da. So. Dann gehen wir einen anderen Weg. So, der kleine Bruder hat Angst vor Wasser. Er sagt, mach dir keine Sorgen, das ist nicht tief. Aber ich kann nicht schwimmen. Hey, jetzt kannst du ruhig bleiben. Du hältst dich an mir fest und ich schwimme. Meinst du echt? Ja, natürlich. Ich hab die Kraft. So. Und jetzt der Kleine muss sich festhalten an den großen Bruder und ich muss den großen Bruder steuern. Wenn ich den kleinen Bruder jetzt loslasse, dann treibt er rum. Ist natürlich gemein von mir. Das macht man nicht. Ich wollte es euch nur kurz zeigen.
So, wir umgehen jetzt den kleinen Burschen da, der oben uns nicht vorbeilässt. So. Da rennt er schon wieder nach drinnen. Und lacht sich wieder kaputt. Ach, du bist ein Opfer. Der ist gemein. Ich weiß gar nicht, was wir dem getan haben. So. Hier geht's eigentlich recht gut immer in solchen Passagen. Da kann man einfach immer durchrennen. Wichtig ist, dass der große Bruder links ist und der kleine Bruder rechts. Weil dann hat man die richtigen Trigger am richtigen Platz. Kommt man nicht durcheinander. So. So, hier sieht man nochmal, man kann die Kamera drehen. Nur nicht nach oben und unten schwenken. Was aber auch gut ist bei so Banken. Hier, da kann man sich hinhocken. Ich lasse mal nur den großen Bruder hinsetzen. Das sieht man echt alles. Schaut mal, ey. Wie liebevoll, detailliert und wunderschön das gemacht ist. Da rechts oben der kleine Junge, wo da sitzt. Und einfach nur auf dem Marktplatz runterguckt, was die Leute da machen. Echt, ich finde das Spiel, ey, Wahnsinn, hey. Ich finde das so toll. In Szene gesetzt. Ich habe da jetzt nichts gemacht. So, hier gibt's jetzt nichts mehr. Erstmal hier hoch. Hoppala. Also auch immer die Trigger halten beim Hochklettern. So, hier vorsichtig drüber balancieren. Wobei das egal ist, weil die halten automatisch das Gleichgewicht. So. Da ist er wieder, unser Freund, aber dem zeigen wir es jetzt. So. Ah, da ist der große Bruder wohl doch ein bisschen zu dick und der kleine geht einfach durch. So. Dann machen wir mal hier auf. Da, der kleine Hund, der zerreißt ihn jetzt. Komm, Pitbull, du machst das. Yay! Ah, okay. Da auch die Schatten, Che. Wie am Abend. Hahaha. Oh, da huckelt's ein bisschen. So, das geschieht ihm ja richtig recht. Wir gehen mal weiter unseres Weges, der wird uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich komme hier nur gerade mit der Steuerung nicht klar. So, hier hinten, die Frau lässt ihn wahrscheinlich nicht mehr rein. Beobachten wir das mal ganz kurz noch. Ich glaube, der macht auch nichts mehr. Ja, der klopft halt und das war's. Hier oben, das finde ich richtig schön. Das ist Liebe zum Detail. Da zum Beispiel jetzt der Große. Bruder darf die Katze natürlich auch nehmen. Aber die Katze mag ihn nicht. Die ist aggressiv. So. Jetzt aber, wenn der kleine Junge kommt und die Katze nimmt, darf ich auch mal natürlich. Schau, da ist sie ganz lieb und will kuscheln. Oh, man hört sie richtig schnurren. Hört mal. Hi. Schön. Ja, genau. So, hier kannst du deine Katze wieder haben. Wir müssen weiter nämlich. Wir haben noch was zu erledigen. Unserem Vater geht's nämlich nicht gut. So, und jetzt gucken wir mal. Ah, hier. Wir können natürlich auch, wir können überall hin. Also, der kleine Junge kann auch oben bleiben. Wir gehen einfach hier runter. Und schauen uns nochmal die Gegend an. Weil überall, wo eine Bank steht, kann man sich da sozusagen so einen Ausguck schaffen. Sich hier umgucken. Echt genial. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich habe nämlich letztes Mal mit dem kleinen Bruder den Wassereimer ins Gesicht geschossen. Jetzt möchte ich wissen, ob was anderes passiert. Ach, der weckt ihn ganz normal. Na, da, der nimmt den Wassereimer und kippt ihn drauf. Zack. Wir müssen darüber. Geht schon. Ah.
auch schön, wie immer die 60 zu 9 Balken reinkommen, wenn du merkst, du kommst ans Ende einer Ebene. So, jetzt muss ich erstmal kurz laden. Fraps ist nämlich ressourcenhungrig, wie wir wissen. Ich weiß gar nicht, warum das so huckelt gerade. Kann man irgendwo in den Einstellungen irgendwas machen? Ah, nur die Helligkeit. Das war's. Man sieht auch ganz schön, das Spiel ist auch für den Xbox-Controller gemacht. Weil A, B und so, Knöpfe, alles mögliche hier. Und die RT und alles mögliche. Mein Gott, Spiel fortsetzen. So. Dann helfen wir noch mal ein bisschen der Frau. Bisschen beim Fegen helfen. So. Er macht's ganz sauber, die sagt nichts. Wenn der Kleine das macht. Och, was machst du denn? Du sollst doch putzen. Ah. Dummer Junge. Hier ist auch ganz nett. Auf wieder! Da hockt wohl einer, ha? Wenn er? Ekelhaft. Das war, der Ralle war wahrscheinlich gerade vorher auf dem Klo. Deswegen, da würde ich auch nicht mehr gehen wollen. So, was hat Oma uns zu sagen? Ma, wen hat die? Ha, das gefällt dir. So, ich werde euch dann auch für heute wieder in Ruhe lassen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Falls ja, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch oder lasst vielleicht sogar ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, Leute.